Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Biss. Wir sind in Kapitel 3. Ich habe schon gecheckt, dass es Kapitel gibt, aber weiß ich nicht. Ich dachte echt, es spielt sich alles im Cyber... Nicht live, das wäre Detroit. Im Cyberling... Gebäude auf. Aber nö, anscheinend nicht. Wir sind jetzt hier in so einer Art Post-Depot. Müssen hier irgendwie den Paketboten spielen. Und anscheinend weiß ich nicht. Nein? Ich glaube, ich habe hier ein winzig kleines Problem. Ey, da unten waren noch. Alter! Da waren noch Sachen! Ich scanne mal eben. Saberling. Kaffeemaschinen. Verwundbar durch die meisten Waffen. Diese schwerfällige Gigantin verfügt über ein eigenes Schutzschild, dessen Energie sie aber häufig für Power-Attacken einsetzt. Das bietet dir die Gelegenheit zuzuschlagen. Du kannst ihren Laserarm zerstören, dadurch musst du sie öfter auf die... Dadurch muss sie öfter auf die Power-Attacke zugreifen. Warum ist das gerade passiert? Ich trinke nur Kaffee und Tee. Ach so. Ah, ich verstehe. Sie muss ihr Schildchen regenerieren. Hier bin ich. Hier, komm her. Aua. Heavy. Wenn ich so weitermache, kriegen wir diese Mission vielleicht wirklich hin. Was soll das denn heißen? Okay, jetzt habe ich Zweifel. Wer zweifelt daran? Was? Benutzen. Beckers, ich habe Schwierigkeiten. Hier gibt's keinen Ausgang aus dem Lager. Hast du eine Idee? Ja, ich kann einen Schacht sehen, der von einem der Lagerräume wegführt. Setz Smooch ein, um die Lage zu erkunden und den Ausgang aufzuspüren. Smooch, mein Junge. Gleich kommt deine Flugfreigabe. Neue Tiefvorgabe. Schaffe die Fabrikpläne. Geht das hier auf Zeit? Wenn ja, dann bitte nein. Okay. Smooch. My lovely old friend. My lovely old fly. Taste. Achso, ist ja auch egal. Das ist die Taste. Ich sollte das Spiel länger und öfter am Stück spielen. Also nicht öfter, das wäre egal, aber einfach länger. Das würde reichen. Und nee, nicht wieder so GBL-Kopfhörer. Obwohl, die sind eigentlich easy. Im Vergleich dazu. Die Zeit geht dadurch nicht weniger langsam herum. Alter, hier ist ja ganz schön was los. Ja, Sibinja! Nice. Ich krieg immer noch voll Bock auf God of War, wenn ich das sehe, ne? Und es wird... Wird das mal wieder Zeit? Weiß ich nicht. Was? Okay. Also, jetzt... Ich spreche in Rätseln. Es tut mir leid. Ich sollte meine Sätze zu Ende führen. Oh Gott. Nee, warte. Von hier bin ich gekommen. Moment. Smooch, klemmer jetzt hier die Arschbacken zusammen. Du musst da durch. Aha. Okay, das könnte jetzt zeitlich schwierig werden. Achso, oder auch nicht. Alter, nicht die Toaster! Gegen die Toaster habe ich mit die meisten Probleme, ne? Neben den, Ich soll einfach zum Kernkampf wechseln.
Maybe this is gonna be easier. Hatte ich dafür nicht gerade eben noch weniger Munition? 4, um genau zu sein. Okay, so warte, ich stelle mich an. Nein, ich stelle mich, wo stelle ich mich hin? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich stelle mich hier relativ zentral hin. Das passt schon. Sagt er. Verkackt doch auf. Haus hoch. So. Was? Band? Ach so! Aha! Hör, nein! Muss ich die Zeit anhalten, wenn's... Nee, das bringt nichts. Okay. Ich muss mich einfach nur besser positionieren und dann... Und dann draufhalten. Oh. Bei den Toastern ist mir das echt egal. Ich habe keine Munition mehr. Die haben wir schon oft genug gesehen. Oh, oh. Nicht. Nein. Okay, nice ausgewichen. Aua. Ja. Weg immer einen auf. Maul! Ich sollte mehr schießen. Komm mal her jetzt. Nein, was bist du denn? Das ist der Radiowecker. Jetzt geschrien. Was war das? Okay. Kurz sammeln. Dass es hier kein Automaten gibt. Wenigstens für die Energie. Oh, warte. Der ist noch nicht finally open. Haha. Oh, cool. Jetzt muss ich auch noch aufstoßen. So. Was ist jetzt Phase? Okay. I believe this is where the way we go. Ach so. Nice. Nein, es ist zu! Okay. So. Warte. Oh, bitte! Darwin! Ach, schade, jetzt bin ich schon hier oben, dann ist hier los. Ich nehme an, die tun weh. Ach so, ich kann nicht gesehen, ich hab mich voll erschrocken. Oh, mit dem Kopf gegen die Decke. Chips, Alter, gib mir Chips. Davon habe ich keine Munition mehr. Aua. Ja, die Nano-Hacker-Waffe, die war teuer, ne? 1,7. Ich meine, klar, ich kann mir den Munitions... Dingens da, Aufladung, das kann ich mir leisten. Das ist jetzt nicht das Ding, ne? Um Gottes Willen. Ich meine, wir kriegen ja auch noch gut Chips dazu. Und so teuer ist es ja jetzt nicht. Ne? Das hält sich wirklich in Grenzen. Und die Energie ja auch, aber... Ich muss zugeben, ich könnte mir vorstellen, dass es immer teurer wird. Naja, wohl. Vielleicht auch nicht unbedingt, ne? Wenn es mehr Energie und mehr Munition wird, wird das Aufladen halt aktiv nicht teurer. Aber es ist halt mehr Munition, die man gerne hätte. Oh, wow. Aua! Fifi! Mach dich, Fifi! Lieb mich, Fifi. Kriegst du ein Leckerchen. Ich mag den Move ein bisschen sehr, ne? Es ist fast schon... Nano-Hacker-Chip. Kleines Gesundheitspaket. Ja, auch... Da sag ich nicht nein, ne? Also ich krieg die Gesundheit also
an einigen Stellen auch noch hinterhergeschissen. Also, eigentlich darf ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das weniger wird. Aber, naja. Sag mir nicht, dass ich hier... Ja. Oh nein. Ey, du willst mir aber nicht sagen, dass ich... Nein. Du willst mir nicht sagen, ey, wenn sich hier hinten was befindet, ne? Da ist was. Was immer da ist, ist. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, das wird ein Spaß. Nein, 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 nein. Nicht mit der Kameraführung. Oh Gott, nein. Und ich hab Gänsehaut. Ach du Scheiße, das ist der pure Horror. Und dann auch noch so ein Energiesockel aktiv. Warte, was? Ja, natürlich. Und dann noch so ein hässlicher Dyson-Staubsauger. Oh, ich habe aber wieder Muni. Okay. Ja. Ciao. Alter. Und der kackt mich auch noch zu. Was passiert eigentlich, wenn ich da runterfalle? Ich frag ja nur. For friend. I'm asking, Oh Gott. Ey, das finde ich nicht lustig. Junge, Alter. Nee. Du kannst mal kacken gehen. Okay, warte. Ja, pack das doch da rein! Ich sehe doch nichts! Oh, wie assi ist das denn? Na komm! Aua. Na? Hier ist doch nicht wahr, ne? Und ich erst, Alter. So, okay, ich warte. Ich warte, ich habe Zeit, alles ist gut. Ich, time. I had the time of my life. No one there like you and me before. I don't know the lyrics. Okay, von dort aus kann ich dann gleich in aller Ruhe abspringen. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Okay, alles gut. Alter! Wo kommt der denn her? Ich finde das so geil, wenn der abstürzt. Nee, das ist nicht witzig. So, extra life. Give it to me. Och, Fifi. Böses Fifi. Vor allem die Waffeleisen werden echt langweilig, ne? Das war halt mit einer der ersten Gegner. Neben diesen Mäusen und Spinnen. Also, wenn die das darstellen sollen, keine Ahnung. Die Waffeleisen bellen halt. Glaube ich. So, was hat mir jetzt hier dieser Tapetenwechsel gebracht? Das war knapp. Okay, jetzt komme ich da hin. Schön. Nice to know. Das ist nur ein Schild. Das ist kein... There is the extra life in the Diskette. Sorry, but I'm... I have to do it. I'm sorry. Mama. Okay, alles gut. Hat alles funktioniert. Hätte auch viel schlimmer enden können. Also überhaupt. Ich meine, das hat ja geklappt, ne? First try. Ich bin gut, Alter. Ich bin jetzt wieder drin. Back in business. Was stand eigentlich auf der Diskette? Diskette. Das ist eine CD. Es ist eine CD, was? Okay.
Warum zieht mein Stick so nach links? Kontrollpunkt. Ah, okay. Okay, Speckles, ich bin an der Hauptlagerhalle angekommen. Gut. Die Sicherheitsübertragungen zeigen, dass die Büros gleich in der Nähe sind. Ich kann auch erkennen, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Sieh mal nach, ob du ihn wieder zum Laufen bringst. Danke für die Vorwarnung, Speckles. Finde einen Weg in die Büros und lade die Pläne für die Produktionsstätte herunter. Eine Minibar. Ernsthaft? Was soll die denn schon machen? Mit Eiswürfeln werfen? Arvin, ich erhalte extrem hohe radioaktive Strahlungswerte von dieser Flüssigkeit. Oh nö, was war das? Ich werde tiefgefroren. Bestätigt, ich hatte meine Pfoten da raus. Keine Sorge. Okay, warte, warte, ich muss mal hier. Warte. So, verwundbar durch die meisten Waffen. Nein, das war Schutzschild. Ihr Körper wird so durch eine Energie. Okay. Aua! Alter, geht's noch? Ach, ist es hier drin kalt? Oder was? Was? Ach, hier drin scheint es kalt zu sein. Ah, nice. Ja, hält sich in Grenzen, ne? Würde ich sagen. Hier gönne ich es mir einfach. Wie war das nochmal mit der Karte? Nein. Ach, Select. Entschuldigt. Select war es. Silberne Datendisk. Silberne Datendisk. Ich werde an einigen Stellen. Okay, manchmal friert der zu und manchmal nicht. Ich nehme mal an, das Grüne ist so eine Art Gift. Toxin, irgendwas. Lavaart. Aua. Alter. Hau doch mal ab hier. Ach, dagegen ist das nicht immun? Ah ja, stimmt. Ja, okay, dann mach du mal deinen Kram. Juckt mich gerade herzlich wenig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Blumen. Das Extra Life. Nehme ich das mit? Kann man mehr wie 5 haben? Nein, kann man nicht. Hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank. Für das Leben. Vielen Dank. Wie lieb von dir! Manchmal spielt das Leben mit dir gern, Katz und Maus. Immer bumst das Leben, einer rinnt, wächst dich aus. Kann ich das auch bitte einfach... Ach, die Kisten kann man ja gar nicht öffnen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, ich fange an zu strahlen, aber nicht vor Freude. Das ist jetzt ganz schlecht. Nein, 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 das ist assi. Alter. Ey, das finde ich nicht lustig. Wo du Pissnelke! Frech. Moment. So, verwundbar durch die meisten Waffen. Ihr Körper wird zwar durch ein Energieschild geschützt, aber dieser kann durch Ausschalten ihrer Düsentriebwerke deaktiviert werden. Das führt außerdem dazu, dass dieser Feind unsanft auf den Boden fällt. Unsanft? Ach du Scheiße. Ja, okay, Triebwerke ausschalten. Schön. Toll. Das ist schön, aber wie? Alter, guck mal, da kommt noch ein Magnet, eine Feuer-Nice und eine Kugelsaatwaffe. Okay.
Ah, wait! Maybe I have checked. Nee, das schützt. So. Where is it, Alter? Oh, du Pisser! Oh, du bist so eine ekelhafte, ne? Oh, Leute. Ist das Ding wieder hier hinten drin? Okay, warte, ich muss mich mal eben am Bein kratzen. So, beschaffe die Fabonil. War das nicht ein Pokémon? Oh, du miese Sau, ne? Oh, er kann sich nicht festhalten, weil er einfach nach Kacka stinkt. Oh, du bist so mies, ne? Ja, natürlich, klar. Hab ich's noch? Nee, ich bin halt scheiße. Ja, okay. Entschuldige, ich hatte noch nichts für. Ich muss dieses Ding abschalten. Irgendwie, aber wie? Warte. Okay, warte. Irgendwas ist hier nicht ganz d'accord. Mit dem, was hier passiert. There is an extra life. Maybe I'm using this. Damit ich don't going game over und so. Nicht schlau. Oh, oh. Zu viele Zigaretten geraucht. Ah, geil. Oh ja, geil. Wackel mit deinem Arsch für mich. Ja, das bringt auch nichts, wenn der einen nicht sieht. So. Ach, warte, sein. Sag bloß. Stirb! Jo! Nice! Love it! So. Und du wirst jetzt dran glauben! Alter, 106 habe ich. Das Upgrade war aber großzügig, ne? So, auf die Chips verzichte ich jetzt gerade mal. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist draußen. Also, außerhalb. Bist du irgendwie hängen geblieben, Kollege? I'm hier, ne? Hallo? Scheiß Ernst, Alter! Piu! Okay. Ja, I know this. Achso, das sind nur 10. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Okay. Macht aber nix. Macht aber nix. Ah, ich muss springen. Okay. Gut. Wo muss das rein? Ich brauche eine Anleitung. Ich bin da unerfahren. Da vorne, ne, eigentlich. Produktionsbüro, Alter. Für so ein Problem bin ich nicht ausgebildet worden. Aua! Du miese Sau! Oh, du Ficker, Alter. Ganz ehrlich, ne? Du bist so ein Hässlon, ne? Ich bin trotzdem tot. Aber hier gab's ein... Ist das jetzt... Ja, okay, das ist da jetzt drin. Okay, alles klar, alles klar. Meine Güte. Was eine Geburt. So, wo ist das zweite? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Alter. Der Schub ging nicht. Der Schub. Der Schub hat keine Grenzen. Ach, hier. Ja, okay, komm, das machen wir jetzt noch eben, ne? Selber Ding. Luft der Frische. Ernsthaft? Das riecht ja wirklich schlimm. Ja, ach nee.
Oh, hier bin ich falsch. Kann der irgendwas? Der Luft... Erschießer? Ich meine ja nur, ne? Der Fahrstuhl hat wieder Saft. Ah, nice. Ach, der fährt runter? Hi. Okay, ich nehme an... Da, hier, Kontrollpunkt, Safe, irgendwas. Wahrscheinlich sogar ein fester Stand. Ich gucke jetzt nochmal eben ganz fix, ob hier noch irgendwas ist. Guck mal hier. Hier kann ich mich lieber wieder beleben. Ne, hier und so. Munitionstechnisch nämlich. Das finde ich ganz gut. So, genau. Wie viele Chips habe ich? 1,7. Ja, ne, könnte mehr sein, ne? Um ehrlich zu sein. Das finde ich assi. Falls es das ist, was ich denke. Aber gut. So. Ja. Manchmal kommt die Kamera nicht ganz hinterher. Na gut. Dann schaue ich jetzt nochmal eben ganz fix, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Ich meine, das Gift scheint ja nicht zu gehen. Warum auch immer. Ich meine, soll mir recht sein, ne? Ich gehe ja in den Fahrstuhl. Ich bin ja Rentner. Ich darf das. Gut. Ne, wenn hier nichts mehr ist, dann, ne? Oh, lol. Dann, ich ziehe rein da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Fragezeichen. Ich, ja, warte. Kein Kontrollpunkt. Echt nicht? Ich darf nicht speichern? Warum nicht? Hallo? Ich wollte speichern. Warum darf ich nicht speichern? Mama? Das finde ich jetzt ein bisschen peinlich. Aber auch nur ein bisschen. Sag mal. Solange wir nicht über 30 Minuten sind, dann... Hacken! Aha. Gut, Juarez. Ich bin am Produktionscomputer. Du solltest die Pläne der Fabrik jetzt erhalten. Kommen gerade rein. Bleib noch einen Moment dran. Ich habe einen Plan. Zunächst kümmern wir uns besser um die direkte Bedrohung und stoppen den Versand der Haushaltsgeräte. Dann die Produktion und danach sorgen wir dafür, dass keine Mikrochips mehr hergestellt werden. Klingt gut, Darwin. Natürlich. Der scheiß Türpanel, Alter! So. Feuerlöscher. Verwundbar durch die meisten Waffen, obwohl dieser Pyromani kein Interesse mehr am Feuerlöschen hat, kann man ihn manchmal dazu überlisten, Eisbarrieren zu schmelzen. Nice to know. Das sind ja gleich mehrere. Alter! Okay, das wird eine starke Überlänge. Nice, Treffer. Damit einen Treffer zu erzielen, ist immer... Relativ gut! Also relativ gut. Achso, der ist schon. Ach, das war's? Oh, nice! Wo sind die anderen hin? Ich hab doch nur einen besiegt. Okay. Neue Waffe. Der Blitzwerfer ist nun am Automaten. Entschuldigung, ich wurde hier kurz abgelenkt. Und Darwin, ich habe mich gerade reingehackt und die Tür zum Kontrollraum der Monorail geöffnet. Gute Arbeit, Juarez. Okay, nice. Ich würde gerne die Folge beenden. Eine Bombe? Juarez, der Stoppschalter für die Monorail ist zerstört. Gibt es einen anderen Weg? Sekunde, hab einen. Du musst zur Monorail selbst.
öffne gerade die Zugangstüren. Du bist phänomenal. Ich mach mich auf den Weg. Ich meine, ich will euch jetzt nicht abwürgen, ne? Oder so. Aber ich würde gerade schon echt gerne diese Folge beenden. Einfach auch. Oh, lol. Ja, komm. Mach die Schießluke, ey. Gut. Welche Tür? Echt, muss ich hier echt noch... Ach, der muss erst hochfahren. Entschuldigung. Entschuldigung. Hier ist was Interessantes. Die Pläne zeigen ein Forschungs- und Entwicklungslabor im Ostflügel. Sieht aus, als würden sie dort an einer Art magnetischem Enterhaken arbeiten. Der Enterhaken wäre nützlich, aber du musst deine Position halten. Hurley, du musst ihn für mich holen. Im Ernst? Ich? Meine erste G-Force-Mission? Juarez, lad die Pläne auf sein PDA. Und jetzt gib Gas, Hurley. So. Okay. Nein, 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 nein. Keine unnötigen Abstürze. Cool. Ja. Nein! Gebt ihr mir mal ein Update? Okay, David. Ich bin in Sabers Büro und habe seinen Laptop. Gute Arbeit. Versuch dich reinzuhacken. Hey, Juarez. Schreib mir doch mal was. So was wie, rutsch mir den Buckel runter? Hör zu. Ich kann Juarez helfen. Wenn ich Sabers Laptop mit dem Hauptcomputerkern verlinke, haben wir vollständigen Zugriff auf Sabers Akten. Speckles, das klingt riskant. Du musst zurück zum Kern. Da wem jetzt von diesen verrückt gewordenen Geräten? Ich weiß. Wünscht mir einfach nur Glück. Speckles, warte! Speckles! Er ist weg, Darwin. Dann sehen wir uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran.